Wir führen eine kurze Untersuchung durch. Wir werden dir zeigen, dass diese kleinen Kreaturen nicht gruselig sind. Rox, kannst du ihre Temperatur messen? Überlass das dem Websaurier. Temperatur ist normal. Nur ein kleiner Trötenniesfall. Kein Grund zur Sorge. Nova, warum schaust du dir nicht mit der Lupe die Punkte genauer an? Ich kümmere mich darum. Ich bin ein Katzhorn. Miau. Vertrau mir. Wenn du sie aus der Nähe siehst, sind sie eigentlich gar nicht so schlimm. Oh. Also das war schon etwas gruselig. Alles okay, Avery? Avery? Können wir wirklich sicher sein, dass sie kein Außerirdischer ist? Das sieht definitiv nach einer allergischen Reaktion aus. Ich glaube, du brauchst auch etwas von meiner speziellen Aloe Vera Salbe. Sie wird aus dieser Pflanze hergestellt. Oh nein, bitte keine Pflanzen mehr. Nicht nach dem, was diese Bäume mir angetan haben. Ich traue ihnen nicht. Hallo? Kein Besuch, bitte. Billy hat recht. Es gibt Pflanzen, die dir helfen können. Sie haben mir geholfen. Wirklich? Wow. Ja, ich hatte einen riesigen Kratzer an meinem Arm und Billy hat mir eine Salbe gegeben, die mir geholfen hat. Na gut, aber wenn mir dadurch ein zusätzlicher Kopf wächst, mache ich dich dafür verantwortlich. Du bist dran, Avery. Fertig. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Wow, das Zeug funktioniert wirklich. Jetzt bin ich kein Außerirdischer mehr. Danke, Avery. Ich fühle mich wieder springtastisch. Oh, ich habe gerade einer Ortpfote geholfen. Das hast du wirklich, Avery. Du warst sehr mutig. Vielleicht habe ich keine Angst mehr vor Ortpfoten. Komm raus, mein kleiner Ortpfotenfreund. Ich habe keine Angst vor dir. Könnt ihr mir helfen? Aha! Wir werden jede Ortpfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Wie ich vermutet hatte. Er hat zu viel Nachtisch gegessen und jetzt hat er Bauchweh. Ich habe nur versucht, mich auf einen langen Winterschlaf vorzubereiten. Aber ich habe so viele Kuchen gegessen, dass ich nicht zu meinem Nest fliegen konnte. Keine Sorge. Ein Löffel dieser Medizin wird dir helfen, all die Kuchen zu verdauen. Aber noch besser wäre es, vor dem nächsten Winterschlaf ausgewogene, gesunde Nahrung zu essen. Hey, Papagei, was wirst du morgen zum Mittag essen? Oh, zu früh? Ich verstehe. Entschuldige, dass ich die Kuchen gestohlen habe. Ich glaube, der Bär in mir und der Papagei mögen Bären wohl beide etwas zu sehr. Das ist okay. Wir alle übertreiben es manchmal. Keine Sorge, Papagei. Ich zeige dir, wie du mit deinem Bewusstsein isst. Zuerst betrachtest du das Essen. Dann riechst du an dem Essen. Dann... Ich glaube, sie brauchen noch ein paar mehr Kuchen zum Üben. Das stimmt! Wir werden jede Ortpfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Aha, hier ist sie ja. Beruhigende Salbe für alle Zahngrößen. Wir reiben dir nun ein kleines bisschen davon auf das Zahnfleisch. Oh. Keine Sorge, wir helfen dir. Du bist also halb Drache, richtig? Genau. Wusstest du, dass Rox halb Dinosaurier ist? Oh, stimmt das? Bin ich? Ich meine, bin ich. Ich wusste das. Er weiß, wie es ist, große Zähne zu haben. Und wie es sich anfühlt, wenn sie schmerzen. Aber
Er weiß auch, dass ich die Beste darin bin, das wieder zu heilen. Stimmt's, Rox? Oh, die absolut Beste! Also, was meinst du? Kannst du ein tapferer Hase bzw. Drache sein? Okay, los geht's! Okay, weit aufmachen! So! Das war's schon? Mhm. Ich fühle mich schon besser. Wow, danke euch. Gern geschehen. So, wie war das noch gleich mit der Karotte? Weißt du was? Ich habe eine bessere Idee. Nimm die hier. Das sind Karottensamen. Damit kannst du deine eigenen pflanzen. Und die hier geben dir keinen super heißen Vulkanatem. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Dieser Fofant braucht dringend ein Bad. Wir brauchen Seife und ein sauberes, trockenes Handtuch. Froschfüße, Elefantenfüße und nun das Gesicht. Eine Geisterpfote! Halt, ich glaube, das ist eine Maske. Rox, hilf mir, sie herunterzuziehen. Wir helfen gerne. Aber wie bist du in so einen Schlamassel geraten? Was? Lass uns noch deine Ohren reinigen. Rox, Ohrenstäbchen. Na, kannst du mich jetzt hören? Viel besser. Du wunderst dich bestimmt, wie ich in so einen Schlamassel geraten bin. Ich habe meinen Tanz für den Halloween-Kostüm-Wettbewerb geübt. Hüpf. Oh. Zum Glück konnte ich mich selbst herausziehen, aber da war ich schon mit Schlamm bedeckt. Und dann hast du mich gefunden und mich ganz sauber gemacht. Quack. Und das Wichtigste ist, dass niemand vor irgendetwas Angst hatte. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Und? Wer ist bereit für eine Hell-Art-Bühnen-Party? So lecker! Gute Manieren, Rox. Wer, ich? Danke. Wow. Sagtest du nicht, dass du deinen Helm verloren hast? Ja, hoffentlich taucht er wieder auf. Ich habe überall danach gesucht. Nicht überall. Da ist er. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe ihn dorthin getan, wo ich ihn nie vergessen würde. Aber dann habe ich es vergessen. Er ist besser auf deinem Kopf als in deinem Beutel. Oh, du hast vermutlich recht. Das klingt, als hättest du Hunger. Rox teilt sicher sein Sandwich mit dir. Ich könnte noch eins machen. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Okay, meine Kleine, dann schauen wir mal. Geht es ihr gut, Billy? Kannst du sehen, was ihr fehlt? Das Röntgengerät tut dir nicht weh, oder? Das Röntgengerät wurde für Ortpfoten entwickelt. Es ist absolut sicher. Oh, wow. Schau, wie viel Luft in ihrem Bauch ist. Und es scheint, als hätte sie etwas Brot gegessen. Brot? Ich habe ihr nie Brot gegeben. Brot kann Schinden sehr krank machen. Das ist okay. Manchmal essen Babyschinden Dinge, die sie nicht essen sollten. Das passiert. Es ist nur ein Versehen. Nur ein Versehen? Ein paar Bewegungen mit deinen Beinen sollten dir helfen, die Winde zu lösen. Siehst du? So ist es besser. Mund auf! Diese Medizin wird deinem Bäuchlein helfen. Aber du wirst eventuell auch aufs Töpfchen müssen. Die Schindentoilette ist dort.
Oh. Komm, ich bringe dich hin. Wir werden jeder Ortfutter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Hey, Rox. Ich weiß, du wolltest mich vorher nicht mit der Creme bespritzen. Ich verzeih dir. Wirklich? Oh. Bin zu weit gegangen. Ich weiß. Melinda, du, siehst, genauso aus wie vor einer Stunde. Genauso? Genauso? Offensichtlich ist mein Hut schief und meine Socken sind nicht ganz hochgezogen. Ich sehe furchteinflößend aus. Okay, auf geht's! Ah, was ist los? Ich habe schon früh mit Süßes oder Saures begonnen und jetzt tut mir mein Bauch weh. Nein, mein Bauch sollte wehtun. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortpfoten. Stethoskop. Halb Schwein, halb Pudel. Diese Ortpfote ist unsere Freundin, Schweidel. Momentan fühle ich mich eher nach halb sauer und halb süß. Keine Sorge, mit einem Löffel dieser Medizin wirst du dich gleich besser fühlen. Mein Bauch tut immer noch weh. Ich fürchte, das wird wohl etwas länger dauern. Glaub mir, als Dino-Hund kenne ich mich mit Bauchweh aus. Oh-oh. Keine Sorge. Billy hilft dir, dass du dich bald besser fühlen wirst. Und ich bleibe hier, bis es soweit ist. Wirklich? Na klar. Danke. Ich fühle mich jetzt viel besser. Ja, Billy schafft es immer wieder, dass man sich besser fühlt. Rox, ich glaube, wir haben noch genug Zeit für Süßes oder Saures. Versuche mich aufzuhalten. So war das nicht gemeint. Leid, dass du Süßes oder Saures verpasst hast, Rox. Ich weiß, dass es dir wichtig war. Ist schon okay. Dann im nächsten Jahr wieder. Du hast sicher schon mit der Planung begonnen, oder? Ja. Yep. Nächstes Jahr werden es meine Bauchschmerzen sein. Wir werden jeder Ortfutter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Mit dem Röntgengerät kann ich mir den Kopf der Känguruaffe genauer anschauen. Nun, zum Glück ist deinem Kopf nichts passiert. Aber eine Sache müssen wir noch tun. Den Splitter mit einer Pinzette herausziehen. Ruhig. Du schaffst es. Ruhig. Sei tapfer. Drei. Zwei. Geschafft. Wow, ich habe gar nichts gespürt, Billy. Klasse, nun versprich mir nur noch, dass du in Zukunft vorsichtig bist, wo du im Wald lang hüpfst. Mit diesem langen Hals musst du aufpassen. Versprochen. Autschi. Packen wir etwas Eis auf diese Beule. Und ein Pflaster.
Vielleicht solltest du auch den hier benutzen. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Diese Ottpfote kann wirklich fest schlafen. Das stimmt wohl. So was habe ich noch nie gesehen. Stopp! Waren wir uns gerade einig? Sei nicht albern. Der Flügel ist nur geprellt. Ich werde ihn verbinden und ein paar Tage in der Klinik behalten, damit er sich erholen kann. Er schläft wirklich bei A. Hey, ich bin mein Schluckauf endlich los! Danke, Kumpel. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Schlüpft. Sie steckt wirklich total fest. Was meint ihr, Team? Team? Was macht ihr da drin? Okay, Shente. Ich versuche, dich nun herauszuziehen. Versuche, zu entspannen. Tut mir leid, ich höre dich gerade nicht. Aber wir sind fast... Jetzt sehe ich's auch. Keine Sorge, wir bekommen das hin. Dieses Fett sollte es einfacher machen. Das ist schwieriger als gedacht. Darf ich mir diese Feder kurz borgen? Shente, ich werde jetzt etwas Schräges ausprobieren. Vielleicht kann ich dich mit dieser Feder herauskitzeln. Da bist du ja wieder. Es schlüpft! Kuckuck. Ich danke euch allen. Ohne euch hätte ich das Schlüpfen meines Babys verpasst. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Und übernehmen sogar Babysitting. Ich werde nur deine Temperatur messen. Weit aufmachen. Hohe Temperatur, rote Nase, super lautes Trötniesen. Das sind die Anzeichen von Bazillen. Cool. Widerlich. Diese Dinge, diese Bazillen. Völlig unsichtbar. Und es braucht nicht viel, damit sie sich verbreiten. Verbreiten? Wie? Sie verbreiten sich. Genau so. Richtig, wir müssen schnell handeln, bevor unsere Freundin Frofant diesen Ort in eine riesige Keimzentrale verwandelt. Rox, Nova, ihr seid mein Klinik-Putzteam. Nehmt das und sprüht es auf alle Oberflächen. Damit werden wir diese riesen Bazillen los. Alles klar. Machen wir daraus ein Spiel. Wer die meisten Bazillen erwischt, gewinnt. Oh, oder wer zuerst sein Spray aufbraucht, oder... Verstecken spielen. Ah, ich liebe Verstecken spielen. Für dieses super starke Trötniesen braucht man eine super starke Medizin. Was ist das? Das ist ein Nasenspray. Das kommt in deine Nase. In meine Nase? In ihre Nase? Sei mutig, Frofant.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will, Billy. Keine Sorge, es ist vollkommen ungefährlich. Einfach entspannen und... Entspannen und springen. Ha, das wolltest du sagen, oder? Okay, wenn du das möchtest. Springen? Nein, Frohfan, komm zurück. Okay, ich weiß, dass es ein bisschen beängstigend ist, etwas zu tun, was man noch nie gemacht hat. Aber es wird nicht wehtun. Schau. Das schaut nicht so schlimm aus. Einverstanden. Machen wir es. 3, 2, 1 und... So, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Überhaupt nicht. Es hat nur ein bisschen gekitzelt. Quack. Und wir haben alles fertig geputzt. Vielen Dank, Billy. Ich fühle mich wieder springtastisch. Dann ist ja alles gut und niemand braucht Rox irgendwas in die Nase zu sprühen. Oh, oh. Komm schon, Rox. Das schaffst du. Oh nein. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Na los, Drase. Untersuchen wir dich. Mit Hilfe des Röntgengeräts kann ich sehen, ob Drase noch mehr Wehwehchen hat. Sieht aus, als ist es nur sein Kopf. Fertig, Drase. So gut wie neu. Sicherheitshalber möchte ich, dass du hier übernachtest. Okay? Hurra! Wuff, wuff, wuff! Übernachten! Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Ja. Oh, endlich wieder daheim. Das waren die besten Ferien überhaupt. Habt ihr meine Sandburg gesehen? Ich habe sie mitgebracht, falls ihr sie nicht gesehen habt. Oh Mann. Nichts macht dich müde, was, Rox? Nicht mal eine sehr lange Reise. Warum ruhst du dich nicht etwas aus, Billy? Gute Idee, Nova. Ich bin froh, dass wir erst morgen wieder mit der Arbeit beginnen. Hilfe! Zu früh gefreut. Billy, zum Glück. Ich muss ununterbrochen niesen. Ich glaube, etwas stimmt nicht mit mir. Eine Ortsrette in Not. Gott, das ist ein Job, Billy. Billy, die Ärztin für Abfuß. Ortsstethoskop. Halb Drache, halb Hase. Dieser Obfurt ist unser Freund, Drase. Keine Sorge, Drase. Wir kümmern uns um dich. Wir können uns später ausruhen. Ich schaue es mir erst einmal genauer an, um zu sehen, warum du so oft niest. Das ist meine Taucherbrille. Richtig. Gut aufgepasst, Nova. Das war ein Test. Du hast bestanden. Okay, hören wir mal. Der Herzschlag scheint normal. Öffne weit deinen Mund. Wir schauen einmal in deinen Rachen. Sag ah. Ist das nicht normalerweise meine Aufgabe, Unordnung zu machen? Oh nein. Geht es dir gut, Drase? Alles okay. Okay. Denk nach, Billy. Was verursacht Niesen? Eine Erkältung. Du musst eine Erkältung haben. Ich bin mir sicher, ich habe hier Medikamente gegen Erkältung. Ein pflanzliches Nasenspray sollte wirken. Halte jetzt still. Ich sprühe einmal in die Nase und damit solltest du dich besser fühlen. Oh, oh. Fühlst du dich besser? Oh, oh. Billy! Ich glaube, es ist
dadurch nur schlimmer geworden. Wow, danke, Nova. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin ganz durcheinander. Nichts ist los. Du bist einfach erschöpft. Nova hat recht. Du solltest nicht so streng mit dir sein. Du hattest einen sehr langen Tag. Wahrscheinlich. Aber was sollen wir tun? Ich kann jetzt kein Nickerchen machen. Drase wird die ganze Klinik in Brand setzen. Hatschi! Aha, ich wüsste etwas, das dich munter machen könnte. Stopp! Du kitzelst mich! Warte, das ist es! Siehst du, funktioniert immer. Drase hat keine Erkältung. Oder Grippe. Oder so. Irgendetwas kitzelt seine Nase. Jawohl. Da steckt definitiv etwas in deiner Nase. Normalerweise stecke ich nichts in meine Nase. Okay, du musst jetzt ganz stillhalten und versuchen, nicht zu niesen. Da hab ich dich. Ein Karottenstängel. Oh, wo ist die Karotte? Gut gemacht, Billy. Ja, Billy. Danke, Team. Und du solltest etwas vorsichtiger sein, wenn du deine Karotten kaust. Danke, das werde ich. Vielen Dank. Und entschuldige, dass ich fast eure Klinik in Brand gesetzt habe. Oh, ist schon okay. So, nun werde ich mich ausruhen. Und ich werde noch eine Sandburg bauen. Oh, Mann. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Ein Schlammbad? Ich kann doch nicht Nein zu einem Schlammbad sagen. Halt, ich habe mein Fell doch gerade so, wie ich es mag. Aber es ist Schlamm. Nein, es geht nicht. Okay, vielleicht tauche ich nur einen Huf hinein. Wow, wow, ich bereue nichts. Ich bereue alles. Boah, wer auch immer den Schlamm erfunden hat, ist unmöglich. Das geht so einfach nicht in einem zivilisierten Wald. Ich schaue besser mal nach. Ist hier alles okay? Ein Sumpfmonster! Au! Alles okay. Melinda hat alles unter Kontrolle. Vielleicht doch nicht. Billy, kannst du mich hören? Ich kann nicht glauben, dass ich dich das machen lasse. Team, ich habe gerade eine sehr seltsame Nachricht von Melinda erhalten. Sie hat angeblich ein Sumpfmonster gesehen. Das klingt für mich eher nach einer Ortpfote. Egal, sie braucht unsere Hilfe. Alles klar, ich bin hier so gut wie fertig. Nun sehe ich aus wie ein Sumpfmonster. Eine Ortpfote in Not. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Artfunk. Geht es dir gut? Bleiben Sie zurück. Ich habe einen Schwamm und ich zögere nicht, davon Gebrauch zu machen. Billy, Gott sei Dank bist du da. Hey, Melinda. Wo ist dieses Sumpfmonster? Es ist dort drüben. Du klingst nicht nach einem Monster. Ich werde dich mit meinem Ortsstethoskop scannen. Halb Schwein, halb Pudel. Dieser Ortpudel ist ein Schweidel. Oh, naja, ein kleiner Fehler. Es ist ja nichts passiert, nicht wahr? Das ist eine ziemlich große Beule in deinem Kopf. Mir geht es gut. Mir ist nur ein wenig schwindelig. Wow. Ich schaue mir das besser mal in der Klinik an. Rox, hilf mir, Melinda in den Ortbuggy zu bringen. Überlasse das dem Websaurier. Schweidel, Lust auf ein Bad? Bad? Absolut nicht. Mein Schlamm, mein Schlamm. Aber nein, ich mag sauber. Nova, hol die Ortkapsel für unsere Schweidelfreundin.
Schlammig? Sauber! Hierher! Und egal, was du tust, aber bitte schüttle nicht dein Fell. Normalerweise behandle ich keine Menschen. Aber ich habe eine Salbe, die helfen könnte. Solange es kein Schlamm ist, ist mir alles recht. Hm. Ich glaube, wir haben wohl Fellreinigungsdienst. Da haben wir echt Pech gehabt. Sprich für dich. Nicht mein kostbarer Schlamm. Warte. Ja, weg damit. Nein. Ja, nein. Ja. Wow. Sei vorsichtig, Rox. Aha. Aloe Vera. Das ist sehr beruhigend. Nun, das klingt aber sehr nach Schlamm. Oh, das ist beruhigend. Und es riecht gut. Ich hab's dir gesagt. Entschuldige, aber da ist so viel Schlamm. Das Fell eines Schweidels kann den meisten Schlamm von allen Ortpfoten aufnehmen. Genug für uns alle zusammen. Nicht für uns alle. Dafür wurde ich geboren. Haha! Haha. Mein Fell! Es ist so sauber! Hurra! Melinda, das war unglaublich! Das ist das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem du mir so geholfen hast. Ich hoffe, dir fehlt dein Schlamm nicht allzu sehr. Schweidel? Bombe! Entschuldigt, ich konnte nicht widerstehen. Wir werden jeder Ortpfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man weg. Okay, herein mit dem Ortpfoten-Patienten. Ich habe mich eigentlich nicht zum Sport angemeldet. Okay, zuallererst brauchen wir einen Klecks Wundsalbe für diesen Bienenstich. Oh, 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 schon dabei. Sie hat Klecks gesagt, Trox. So, schon besser? Oh, viel besser. Rock. Und jetzt der kniffligere Teil. Den Bienenstock vom Kopf ziehen. Ja, der sitzt wirklich sehr fest. Wir müssen super vorsichtig sein, damit wir den Bienenstock nicht beschädigen. Es bringt nichts. Der Honig ist zu klebrig. Und zu lecker. Rox, du sabberst überall hin. Schon wieder. Moment, das ist es. Wir müssen ihn zum Sabbern bringen. Dann wird der Bienenstock runterrutschen. Weißt du, mit diesem Honig könnten wir leckere Pfannkuchen machen. Pfannkuchen? Und mit Honig glasierte Karotten? Mit Honig glasierte Karotten? Und einen großen honigwarmen Bananasplit-Eisbecher. Oh, Bananasplit-Eisbecher? Oh, und Spaghetti mit Honig obendrauf. Es funktioniert! Es funktioniert! Ich ziehe jetzt den glitschigen Bienenstock ab. Geschafft! Endlich frei! Wo sind jetzt die mit Honig glasierten Karotten? Hier ist der Bienenkönigin. Fast wie neu und ohne einen Papagei darin. Entzückend! Die anderen Bienen werden sehr erfreut sein. Und das hier ist für Sie. Ihr eigenes Glas Honig, falls Sie wieder einmal etwas hungrig sind. Hunger. Danke, Eure königliche Hoheit. Entschuldigung für das Chaos. Und euch vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir wirklich geholfen.
Wir werden jede Art Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Hey, Leute, könnt ihr mir helfen?